Hallo und herzlich willkommen bei der Stromgarage. Ich bin Christian und in letzter Zeit gibt es ja wahnsinnig viele Skandale und Verschwörungen rund um die ja hauptsächlich deutsche Autoindustrie. Kürzlich kam auch raus, dass Nissan jetzt bei den Abgaswerten geschummelt hat. Also es ist wirklich unfassbar. Ich finde, also das fing ja an mit dieser ganzen Dieselgate-Affäre. Anfangs hieß es, dass nur VW da drin verstrickt ist und dass es Einzelfälle sind. Es kam dann aber im Laufe der Zeit raus, dass nahezu alle Hersteller da genau die gleichen Dinge tun. Jetzt kürzlich habe ich noch gehört, dass jetzt nicht nur der Porsche Macan und der Porsche Cayenne Diesel illegal sind und zurückgerufen werden müssen, sondern ganz neu jetzt auch der Panamera Diesel. Also im Prinzip sämtliche Dieselfahrzeuge, die Porsche verkauft hat, sind aktuell illegal und mussten jetzt halt einfach zurückgerufen werden. Da wird aktuell auch schon wieder gegen drei Manager ermittelt. Einer davon sitzt schon in Haft. Ja, da kann er jetzt ein tolles Meeting mit dem Rupert Stadler machen. Da werden sich wahrscheinlich bald noch ein paar mehr Manager dazugesellen, denke ich. Und es ist ja auch im Prinzip in Ordnung, weil die haben ja wirklich Millionen von Menschen betrogen. Mal ganz abgesehen von unserer Umwelt. Und ja, wie ging es denn weiter? Dann wird aktuell auch immer wieder über Fahrverbote gesprochen in Innenstädten. Ich habe jetzt gerade gestern gelesen, dass Stuttgart es jetzt beschlossen hat, für 2019 Fahrverbote einzuführen. Ja, woher kommt das? Das ist im Prinzip ein Effekt auf diese Dieselgate-Affäre, weil ja in den Testzyklen haben die Autos zwar ihre Grenzwerte eingehalten, aber in der Realität ja nicht. Das war ja so der Kern von dieser Dieselgate-Affäre. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass an den Messstationen in den Städten, also wo man wirklich die NOx-Konzentration gemessen hat, viel höhere Werte rauskamen als erwartet. So, und da die seit Jahren einfach über den Grenzwerten sind und es auch nicht wirklich Besserung in Sicht ist, hat man sich jetzt nicht anders zu helfen gewusst, als einfach Fahrverbote für solche Fahrzeuge einzuführen. Weil wenn die da nicht mehr langfahren dürfen, dann sinken natürlich auch diese Stickoxidbelastungen. Dann kommt noch dazu der neue WLTP-Fahrzyklus, der jetzt halt im Test einfach eine deutlich realistischere Grundlagen schafft. Und so halt einige Fahrzeuge, die früher nach dem NEFZ noch in der Norm waren, jetzt da deutlich rausgeflogen sind. Da wurden jetzt auch schon wahnsinnig viele Motoren aus dem Verkehr gezogen, also aus dem Angebot gezogen, weil dieser Test ja ab 1.9. gilt. Also sprich, Fahrzeuge, die dann ab 1.9. ausgeliefert werden sollten, dürfen nicht mehr ausgeliefert werden, weil die eben nach diesem neuen WLTP-Test getestet werden müssen. Das trifft hauptsächlich große Motoren und halt auch Dieselmotoren zu einem Großteil, weil da halt dann die Grenzwerte einfach überschritten werden, gerade auch wieder in der Stickoxidbelastung. Wie gesagt, bei anderen Herstellern wurden halt nur einige Modelle aus dem Verkehr gezogen, also einige Motoren. Auch da trifft es Porsche jetzt wieder ganz hart. Die haben aktuell überhaupt kein Fahrzeug im Angebot, also kann man auch sehen auf der Website, wenn man da was konfigurieren will, dass die, weil die halt nur große Motoren im Angebot haben, ich meine, klar, Porsche, weiß ja jeder, dürfen die gerade kein einziges Auto verkaufen. Und ja, das ist ja schon auch ziemlich harter Tobak. Dann die eigentlich neueste Meldung, die ich jetzt so gehört habe, in den deutschen Medien nicht so verbreitet. Im Spiegel war es zu lesen und ich habe es bei Now You Know, also bei dem amerikanischen Tesla News Channel gesehen, dass jetzt ermittelt wird gegen ein Kartell, was gebildet wurde aus VW-Mitarbeitern, Daimler, Porsche, Audi, BMW, also im Prinzip auch wieder alle großen deutschen Hersteller. Und denen wird quasi vorgeworfen, dass sie aktiv die neuen Abgasstandards einfach verzögert haben, also in Europa oder bei der EU, da aktiv darauf eingewirkt haben, dass eben diese neuen Standards später kommen und abgemildert werden und so. Und ein großer Punkt von diesem Kartell war auch, dass unter allen Umständen es vermieden werden muss, dass für Benzinmotoren jetzt Partikelfilter zur Pflicht werden. Denn was viele nicht wissen, Benzinmotoren stoßen auch große Mengen Feinstaub aus.
Der ist nicht so groß wie jetzt beim Diesel. Also beim Diesel sind die Partikel relativ groß. Also da spricht man von 10 Mikrometern so im Daumen. Und das sieht man auch. Also das ist dann so dieser Ruß und so. Und das kann man sogar noch sehen, wenn man ein Taschentuch davor hält und so. Bei Benzinmotoren sind diese Partikel deutlich kleiner. Also da spricht man irgendwie von 2,5 bis 0,1 Mikrometer. Also nochmal deutlich kleiner. Das ist viel dünner als ein menschliches Haar. Die sind dann auch nicht mehr zu sehen. Aber was das große Problem bei diesen noch deutlich kleineren Partikeln ist, die dringen nicht nur in eure Lungen ein und verursachen zum Beispiel Lungenkrebs oder irgendwelche Atemwegserkrankungen, sondern die können dann auch über die Lunge an die Lungenbläschen und darüber in die Blutbahn gelangen. So, also jetzt hat man diese winzig kleinen Partikel in der Blutbahn. Und da können die dann wiederum zu Arterienerkrankungen führen, zur Verkalkung, zu irgendwelchen Entzündungen in den Arterien und dann eben auch zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen und sogar Schlaganfälle auslösen, weil gerade diese Partikel auch kleine Blutgerinnsel erzeugen können. Und wenn so ein Blutgerinnsel in euer Gehirn geht, dann habt ihr einen Schlaganfall und das geht meistens nicht gut aus. Und das war eben auch ein Punkt von diesem Kartell. Gerade diese Partikelfilter, um jetzt diese ganz feinen Partikel rauszufiltern, zu vermeiden. Weil es ist natürlich wieder teuer, da muss man wieder neue Technik investieren. Den Kunden kann man es wahrscheinlich nicht wirklich teurer verkaufen. Ja, und da sinkt dann die Marge noch weiter runter. Zu diesem ganzen Kartell und diesen Partikeln und dem ganzen Kram hat der Markus, also der Tesla-Markus, Markus Meinschein, ein Video hochgeladen. Das verlinke ich euch mal hier unten. Hier oben in die Infobox, da bitte auch mal reinschauen, das ist super interessant und da kriegt ihr einfach noch ein paar mehr Hintergrundinformationen, wie jetzt diese ganze Sache ablaufen soll. Das war diese Sache und dann habe ich noch ganz aktuell gelesen, auch im Spiegel, dass die Stickoxidbelastung im Auto höher ist als draußen, also als an diesen Messstationen. Und da wurde eine Studie durchgeführt, da die Stickoxidbelastung an diesen Messstationen waren irgendwie, ich muss kurz gucken, so zwischen 24 und 92 Mikrogramm. Das ist auch über dem Grenzwert, also die 92 zumindest, aber so als mal als Größenordnung. Und dann haben die eben diese Stickoxidbelastung im Fahrzeug gemessen. Und da kam bei der Autobahnfahrt, also bei einer einstündigen Autobahnfahrt, im Fahrzeug ein Messwert von 117 Mikrogramm Stickoxid raus und bei der Stadtfahrt 110, also ungefähr gleich. Und bei der Autobahnfahrt war es zwischenzeitlich sogar 447 Mikrogramm. Also diese Grenzwerte, die für die Stadt gelten, sind im Auto nochmal deutlich überschritten. Und ich meine, ich habe ja auch Kinder im Auto. Die sind besonders gefährdet bei solchen Dingen. Wenn ihr mal irgendwie eure Oma abholt und die vielleicht schon irgendwie lungenkrank ist oder so, das sind massive Gesundheitsgefährdungen, die da im Auto entstehen. Also das ist ein Trugschluss, dass der Auspuff das alles hinten rausbläst und man kriegt es selber gar nicht mit, sondern diese ganzen Partikel und die Stickoxide, die wandern auch wieder ins Auto rein. Und jetzt wird mir auch langsam klar, warum seit ich Elektroauto fahre, meine Nase so empfindlich geworden ist für so Abgasgestank. Wahrscheinlich ist es deshalb, dass ich, früher Verbrenner gefahren bin, einfach im Auto schon so massiv von diesen Abgasen und von den Partikeln und so beaufschlagt wurde, dass ich mich quasi dran gewöhnt habe und das dann auch draußen nicht so gemerkt habe. Aber wenn man Elektroauto fährt, da ist natürlich im Auto auch keinerlei Stickoxid oder Partikelbelastung, weil das Auto selber natürlich nichts emittiert. Also das fand ich auch echt eine harte Nummer. Gerade so Berufspendler oder was weiß ich, Paketfahrer, die diese großen, also doch offensichtlich sehr stinkenden Transporter fahren. Jeden Tag, wirklich viele Stunden, da möchte ich nicht wissen, was das für die Gesundheit von diesen Menschen bedeutet, die halt da beruflich fahren müssen. Ja, also da muss man sich einfach insgesamt mal wirklich Gedanken machen. Und diese ganzen Themen, die da jetzt aufkommen, sind ja alle gegen den Verbrennungsmotor. Und ganz ehrlich, es haben ja auch schon viele Kenner jetzt
kapiert und auch schon öffentlich gesagt, dass das Fragezeichen an dem Elektroauto nicht mehr da ist. Also es ist ganz klar gesetzt, dass es kommt und dass es den Verbrennungsmotor ablösen wird. Es ist nur die Frage, wie schnell und wann das dann auch wirklich alle quasi kapiert haben. Also ich habe zum Beispiel ein Video gesehen von Jean-Pierre Krämer, also JP Performance, kennt ihr bestimmt. Ich meine, jeder kennt JP, hallo. Und der macht ja auch so ein bisschen was über E-Mobilität. Das ist jetzt nicht so sein Hauptgebiet. Also ist ja eigentlich der totale Petrolhead. Und gerade deshalb finde ich es auch total groß von ihm, dass er trotzdem die E-Mobilität befürwortet und da immer wieder auch Videos bringt, die das halt so ein bisschen pushen. Und jetzt hat er letztens gerade eins hochgeladen, wo er auch genau das gesagt hat, dass das Fragezeichen da nicht mehr steht. Also er hat sehr tiefe Einblicke in die Autobranche, auch in die deutsche Autobranche. Und ja, er sagt, das ist Gesetz, das passiert. Es ist nicht mehr die Frage. Jetzt müssen wir einfach nur halt noch ein bisschen hinterherkommen mit der Entwicklung, mit den Akkus, mit der Verfügbarkeit auch von den Zellen. Also da muss man natürlich wahnsinnig viele Zellen herstellen, um da jetzt diesen Switch zu schaffen. Ja, der hat's gesagt. Und dann habe ich noch in einem anderen Bericht gelesen, dass der Ferdinand Dudenhöfer, also auch eigentlich der Branchenexperte, was die Automobilindustrie angeht, jetzt auch gesagt hat, dass für ihn das auch nicht mehr in Frage steht, was die Zukunftstechnologie ist. Also für ihn auch ganz klar das rein elektrische batteriebetriebene Fahrzeug, so wie der Tesla hier oder wie mein Leaf oder der Kona, der jetzt kommt oder das Model 3, was jetzt kommt. Das werden dann halt auch Modelle, die ein bisschen bezahlbarer sind als jetzt das Model S. Sie werden immer noch ein bisschen teurer sein wahrscheinlich als ein vergleichbarer Benziner. Aber man kann halt über den Lebenszyklus auch ein bisschen was sparen, weil das Benzin einfach im Betrieb teurer ist pro Kilometer als jetzt der Strom. Ja, so. Und was machen wir da jetzt draus? Was lernen wir da draus? Und was, vor allen Dingen, was können wir tun? Ich meine, man kann jetzt rumjammern und kann sagen, oh, die bösen Autohersteller, die machen keine vernünftigen E-Autos. Und ja, ich habe ja kein Geld und ich muss unbedingt, ich brauche einen Benziner und so, ich kann mir das andere nicht leisten. Ja, finde ich alles total verständlich. Wenn man jetzt schon ein Auto hat, einen Verbrenner, dann kann man den ja auch gerne noch behalten und weiterfahren, das ist ja kein Verbrechen. Ich finde, man sollte halt einfach nur warten, bis eben die entsprechenden Modelle vielleicht sogar auch schon auf dem Gebrauchtwagenmarkt vorhanden sind, um dann eben einfach als nächsten Schritt, also den nächsten Neuwagen oder den nächsten neuen Wagen, also kann auch gebraucht sein, sich kauft, dass der dann eben elektrisch ist. Das finde ich wichtig, dass man im Kopf schon mal diesen Schritt gemacht hat und jetzt meinetwegen noch 3 oder 4 Jahre wartet und seinen Verbrenner halt einfach noch fährt. Das ist ja in Ordnung. Man sollte jetzt auch nicht alle in die Presse stecken. Das ist für die Umwelt halt auch nicht gut. Aber einfach, dass man im Kopf diesen Switch auch sieht und dass man auch feststellt, dass es halt diesen Umbruch jetzt gibt. Ja, das finde ich wichtig. Und jetzt kam man gerade dazu, was man machen kann. Also wir sind ja alles Konsumenten. Auch ich bin Konsument. Ich habe jetzt dieses Auto hier gekauft. Ich kaufe auch viele andere Dinge, klar. Und ihr, denke ich, auch. Und was man nicht unterschätzen darf, ist, welche Macht wir als Konsumenten denn prinzipiell haben. Ich will da mal so ein paar Beispiele sagen. Also ist jetzt alles ein bisschen off-topic. Tut mir leid an der Stelle, falls ihr euch irgendwie langweilt, könnt ihr ein bisschen vorspulen. Aber zum Beispiel beim Waschmittel, also so für Wäsche, für Klamotten und sowas. Da gab es ja früher eigentlich hauptsächlich dieses Waschpulver. Das war wunderbar in so einer Pappschachtel verpackt, riesengroß. Also im Verhältnis zu der Anzahl der Waschladung relativ wenig Verpackung. Und eben Pappe, die man durchaus auch recyceln kann. So, und dann kamen halt die die Produktdesigner oder wer auch immer, das Pulver, das ist ja nicht so toll, das lässt sich nicht so gut dosieren und man weiß immer nicht, wie viel Schaufeln man da jetzt reintun muss und so. Komm, machen wir mal Tabs oder so. Da habt ihr dann schön hier eure einzelnen Dinger und eine zur Wäsche und dann passt es. So, da wurde jetzt quasi die Verpackung dann schon direkt mal vervielfacht, weil jedes von diesen Tabs ist ja irgendwie einzeln in so einer einzelnen Plastikverpackung nochmal verpackt. Dann sind diese Tabs, die verpackt sind, nochmal in was verpackt und hat man einfach viel mehr Verpackung. Und dann hatte man hin und wieder das Problem, dass sich diese Tabs, die ja auch irgendwie mit so einer Art Kleber irgendwie zusammengebacken sind, keine Ahnung, sich nicht so richtig auflösen. Wenn das jetzt irgendwo an der Ecke hängen bleibt, löst sich das nicht auf. Ja, Mist.
Ja, dann gab es Flüssigwaschmittel. So, da hat man dann den Leuten das Flüssigwaschmittel schmackhaft gemacht und hat gesagt, ja, das löst sich super auf und die Flecken werden super, gehen super weg und so. Das Problem da ist, das kannst du ja nicht mehr in einer Pappschachtel verkaufen, sondern da brauchst du dann schon so eine Plastikflasche. So, das lässt sich natürlich auch recyceln, aber es ist einfach von dem gesamten Zyklus von dieser Verpackung einfach ein bisschen energieaufwendiger. So, dann kauft man natürlich bei so einem Flüssigwaschmittel einen Haufen Wasser mit. Das Wasser hast du ja eh zu Hause, das kommt ja aus dem Hahn und so, das brauchst du eigentlich nicht kaufen. Naja, aber man hat es halt gemacht, so, und dann hast du halt so eine Flasche, die jetzt für viel weniger Waschungen reicht als so ein riesen Karton mit Pulver. Na gut, so, dann hat es das Flüssigwaschmittel und dann haben die Leute wieder gejammert, ja, und ich muss das ja dann da reinkippen und dann schmiere ich es mir über die Finger und ich weiß auch nicht wie viel. Und ja, dann haben sie was ganz Tolles entwickelt, das sind diese kleinen, ich weiß nicht, wie heißt es, Kissen, Gelkissen oder so. Da haben sie dann halt so ein bisschen von diesem Flüssigwaschmittel in so sich selbst auflösende Plastikverpackung eingepackt, meistens dann noch mit mehreren Kammern, das dann irgendwie unterschiedliche Farben, weil es halt schön aussieht, in diesem Gelkissen dann vorhanden sind und dann musste der Konsument wieder nichts denken, einfach ein so ein Ding nehmen, in die Waschmaschine werfen, anmachen und los geht's. So, da ist jetzt aber das Problem, dass diese Hülle außen, das ist ja auch irgendwie Plastik und das löst sich zwar auf, aber es löst sich nicht so ganz auf. Und dadurch kriegen wir halt in unsere Abwässer wahnsinnig viel sogenannten Mikroplastik. Also wer es noch nicht gehört hat, einfach mal googeln. Mikroplastik ist ein Riesenthema für unsere, für das Leben in den Meeren. Also die Fische nehmen das dann auch wieder auf. Das ist so ähnlich wie mit diesen 2,5 Partikeln, die dann überall in deinem Körper sind irgendwann. Ist halt dieses Mikroplastik in den Fischen zu finden und überall im Meeresgrund und wie auch immer. Das sind auch ganz kleine Dinger. Sieht man nicht, aber hat auch große Auswirkungen auf das Ökosystem. Ja, so, also Ende vom Lied. Ich nehme Pulver nach wie vor. Da gibt's große Pakete. Da gibt's auch wirklich ökologisch hergestelltes Pulver, was halt irgendwie, keine Ahnung, halt ohne Kinderarbeit und ohne sonst was gemacht wird. Steht zumindest drauf. Und ja, also diese ganze Flüssig- und Gel-Pad-Entwicklung habe ich ausgelassen. So, das nur so als kleinen Schwenk. Dann habe ich noch einen Schwenk, was ich finde deutlich dramatischer ist, zum Beispiel beim Fleisch. Ich habe gerade letztens noch wieder einen Kommentar gehabt, auf Instagram war es, glaube ich, da hat jemand gesagt, ja, früher war das ja so, da hat man einmal pro Woche, meistens am Sonntag, ein Fleisch gekriegt, hat irgendwie einen Braten gemacht. So hat es dann halt genussvoll und mit Würde und mit viel, wie soll ich sagen, mit viel Wertschätzung gegessen. Und den Rest der Woche gab es halt kein Fleisch. So, dann, das haben sich irgendwann dann die Leute, also die Fleischproduzenten gedacht, wie können wir da jetzt ein bisschen, ja, mehr Masse und mehr Kasse machen. Und da entstand dann die Massentierhaltung. So, und das finde ich wirklich ziemlich gruselig, diese, mit Leben von Tieren quasi in die Industrie zu gehen. Und da läuft auch eine ganze Menge schief. Und durch diese Massentierhaltung und dieses massenhafte industrielle Herstellen von Fleisch wurde halt der Preis für so ein Stück Fleisch, ich weiß nicht, wahrscheinlich durch 10 geteilt oder durch 20, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es mittlerweile so billig geworden, dass manche Leute pro Woche mehrere Kilo Fleisch konsumieren. Und das natürlich erstens auf den Rücken der Tiere, auf dem Rücken ihrer eigenen Gesundheit, weil es auch nachgewiesenermaßen eigentlich einfach nicht gesund ist, so viel Fleisch zu essen. Spricht ja nichts dagegen, einmal die Woche ein Stück Fleisch zu essen, aber halt jeden Tag wirklich richtig viel, ist einfach ungesund. So, und auch da haben wir Konsumenten natürlich jetzt die Möglichkeit, einfach dieses Billigfleisch und die Billigwurst nicht zu kaufen. Wenn man sich da einfach in der Menge ein bisschen reduziert, dann ist es auch nicht teurer, wenn man halt meinetwegen bei einem Metzger, wo man weiß, wie die Tiere leben, wo die Tiere geschlachtet wurden und einfach so ein bisschen diesen Prozess noch so ein bisschen auf altertümliche Weise nachvollziehen kann. Wenn man das dann da kauft und halt einfach weniger, dann hat man da auch ein gutes Signal quasi an die Hersteller gesetzt, dass dieses Massenfleisch einfach gar nicht mehr gewünscht ist. So,
Das war jetzt ein kleiner Exkurs, off-topic, absolut, also hat jetzt eigentlich nichts mit E-Autos zu tun, aber ich komme jetzt gerade wieder zurück zu den E-Autos. Und auch hier können wir Konsumenten natürlich einiges bewegen. Was ich wirklich skandalös finde, dass nach diesen ganzen Schlagzeilen, die VW, die Porsche, die Daimler, BMW produziert haben, immer noch jeden Tag tausende Neuwagen von diesen Firmen gekauft werden. Das sind Verbrecher, die sitzen in Haft. Die haben wirklich, die haben uns betrogen, die haben in USA betrogen, die haben Milliarden Strafen bezahlt. Das machen die nicht, wenn es irgendwie, ja, wenn die Anschuldigungen haltlos werden. Die haben definitiv uns alle betrogen. Und von so einer Firma dann noch so viele Autos zu kaufen, da fehlt mir wirklich so ein bisschen das Verständnis. Das kann ich nicht glauben. Und ich meine, es gibt ja zum Beispiel der Nissan, habe ich ja vorher schon gesagt, der Nissan hat ja jetzt wohl auch in Japan bei den Abgasmessungen betrogen. Ist auch Betrug, finde ich auch doof. Aber Nissan bietet ja wenigstens Elektroautos an, vernünftige. Und auch da kann man natürlich bei einer Firma, die jetzt insgesamt vielleicht ein bisschen in Misskredit gefallen ist, trotzdem Signale setzen und sagen, hey, okay, mit euren Dieseln und mit euren Benzinern will ich nichts zu tun haben, mit euren Betrügereien, was diesen Verbrennungsmotor angeht. Aber wenn ihr mir ein anständiges Elektroauto bietet für einen vernünftigen Preis, dann kaufe ich das und dann zeige ich euch dieses Signal. Hersteller, wir wollen Elektroautos. Bitte baut uns Elektroautos und zwar viele davon. So, ich glaube, dass das jetzt dieses Jahr noch nicht so richtig ins Rollen kommen wird, aber spätestens nächstes Jahr, da kommt nämlich der Kona Electric mit, ich glaube, 64 Kilowattstunden Batterie mit einer Reichweite von über 400 Kilometer. Also den kann man dann wirklich schon auch richtig benutzen für Langstrecke. Der hat einen flüssigkeitsgekühlten Akku. Das Ding ist der Hammer. Man kann ihn schon auf der Website von Hyundai zumindest angucken. Man sieht auch einen Preis. Ich habe ihn gerade leider nicht im Kopf. Es tut mir echt leid, aber er ist so um die 35.000 Euro. Und was dann noch kommt, ist natürlich, das wird vermutlich der Hammer sein in Deutschland, wenn die Leute mal so ein bisschen begreifen, was dieses Auto ist und was dieses Auto kostet, ist das Tesla Model 3. Das kostet nämlich im Start, also manche zweifeln dran, aber ich zweifle nicht dran, im Start 35.000 Euro vermutlich. Also die Dollarpreise aus USA sind immer ohne Mehrwertsteuer. Und wenn man jetzt das umrechnet, also Umrechnungskurs von Dollar in Euro, ist ungefähr so, wie wenn man einen Nettopreis in Brutto umrechnet. Sind irgendwas um die 19% mehr gerade. So, und wenn man das jetzt tut und wenn man auch die Historie von den Preisen bei Tesla, also fürs Model S Einstiegsmodell und so anguckt, kommt man ungefähr dahin, dass es vermutlich um die 35.000 Dollar kosten wird, Euro kosten wird, Entschuldigung, 35.000 Euro hier in Deutschland und in Gesamteuropa. So, und damit sind wir dann mit einem Tesla mit einer Reichweite von auch so um die 400 Kilometer in einem Preisrange von einem Hyundai Kona. So, jetzt kann man ja das alles sehen, wie man will. Aber ich finde, das Model 3 sieht deutlich schicker aus als der Kona. Es hat einfach deutlich mehr, wie soll ich sagen, mehr Flair in sich drin. Es ist halt viele neue Dinge, das große Zentraldisplay, diese Lüftungsart, diese ganzen puristischen Ansätze von dem Auto. Deshalb glaube ich, dass es deutlich besser ankommen wird. Und aktuell macht Tesla dafür ja keine Werbung. Und ich treffe ganz oft Leute, die dann mich auf das Model S ansprechen und sagen, ja, und ja, ist ja toll und ist ja schick und schnell und super und toll. Aber ist mir viel zu teuer. So ein Tesla werde ich mir nie leisten können. Und wenn ich dann sage, ja, hör mal, nächstes Jahr kommt hier das Model 3 auf den Markt. Ist nicht ganz so groß wie der. Aber sieht auch schick aus, hat auch die Reichweite, man kann das Supercharger-Netz nutzen und du kannst damit überall hinfahren in Europa, wie du willst und es kostet ab 35.000 Euro. Das haben die meisten noch nicht gehört. Und wenn dann hier erstmal in Deutschland ein paar Tausend von diesen Model 3s rumfahren und die Leute ja dann die Halter von diesen Fahrzeugen auch wiederum ansprechen werden, schätze ich mal, so wie es halt mir mit dem Model S auch geht,
wird sich das ganz schnell verbreiten und da wird dann nochmal ein zweiter Hype ausgelöst werden in Europa, den man, glaube ich, noch ganz schwer abschätzen kann aktuell. Weil alles, also in den USA wird es ja schon ausgeliefert, das Fahrzeug, schon ein paar Monate. Und die ganzen Reviews, die man da über das Auto sieht und auch von, weil jetzt kürzlich auf Twitter ein wirklich einer der Autotester in den USA hat einen Wahnsinnsbericht über dieses Auto rausgelassen. Der war eigentlich eher als Tesla-Kritiker bekannt und der hat aber so von diesem Auto geschwärmt. Er hat gesagt, es ist das beste Auto, was er je gefahren ist und so geil. Und das denke ich halt, wenn die Leute hier erstmal so ein bisschen in Berührung kommen mit diesem Auto, dann wird es hier auch, genauso wie es jetzt schon in den USA weggeht wie geschnitten Brot, wird es hier auch weggehen wie geschnitten Brot. Hammer. Also da freue ich mich wirklich sehr drauf. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Jahr 2019 entwickelt. Und ja, freue mich im Prinzip auch total drauf, wenn dann halt mal diese Lawine so ein bisschen losbricht. Weil aktuell ist es ja noch absolut Nische, auch wenn die Verkäufe jedes Jahr deutlich steigen. Trotzdem ist es ja eine absolute Ausnahme, dass man hier mal irgendwie ein Elektroauto vorbeifahren sieht. Ja, also das sind so meine Gedanken. Und da möchte ich halt auch dann euch als Konsumenten bitten, wirklich ganz bewusst eure Autokäufe quasi ja, zu bedenken. Dass man eben nicht jetzt einfach, weil es gerade bequem ist und weil es gerade ein super Angebot gibt für irgendwie einen Diesel oder einen Benziner oder so, da dann nochmal einen Neuwagen sich rauslassen, sondern einfach nochmal kurz abwarten, kurz die Lage ein bisschen sondieren und sein altes Auto einfach noch 1, 2, 3 Jahre weiterfahren. Und dann sieht nämlich die Welt schon ganz anders aus. Und ich glaube, dass die Leute, die sich jetzt einen Neuwagen als Diesel oder als Benziner kaufen, in ein paar Jahren wirklich große Probleme haben werden, den noch irgendwie auf dem Gebrauchtwagenmarkt loszuwerden. Weil, ich meine, wenn es die Leute mal alle kapiert haben, dann will hier keiner mehr so einen Verbrenner. Dann will keiner mehr mit 447 Mikrogramm Stickoxid im Auto rumfahren, seine Kinder damit verpesten und ja, so. Also das waren meine Gedanken. Zum Preis von dem Model 3 wollte ich noch sagen zum Schluss, da gibt es vom Horst Lüning ein sehr ausführliches Video, der hat es sehr ausführlich analysiert. Ich linke euch das auch mal hier oben in die Infobox rein. Das lohnt sich auch auf jeden Fall anzugucken. Ist auch nicht ganz so lang wie seine anderen Videos, da muss man nicht so lang durchhalten. Also ich habe da keine Probleme, da so lang durchzuhalten. Ich gucke das immer gerne und auch sehr gerne lang. Aber dieses Video ist halt ein bisschen kürzer geworden und ja, könnt ihr mal reinschauen. Schaut auch das Video vom Markus an zu diesem Partikelkartell. So. Und wenn ihr euch schon die ganze Zeit fragt, was ich hier in dieser schwarzen Kiste habe, kleiner Tipp, es ist keine Geige und es ist keine Schusswaffe. Ich zeige es euch jetzt mal. Es ist elektrisch. So. Und da. Manche haben es bestimmt schon erkannt. Es ist ein Modellhubschrauber. Oder zwei, um genau zu sein. Ich bin ja hier wirklich an so einem wunderschönen, windstillen Tag hier auf die Wiese gekommen für das Video. Und da habe ich gedacht, da nehme ich meine Jungs nochmal mit und jag die hier noch ein bisschen durch die Luft. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß bei ein paar Aufnahmen von meinen Helis und ende diesmal mit einem etwas anderen Spruch: Fliegt elektrisch!